Also wir machen heute, ich zeige euch heute ein Protokoll über, wir sollten herausfinden, wie viel Zeit ein Wasserkocher braucht, um Wasser auf zum Sieden zu bringen. Das heißt, wir hatten gegeben, der Wasserkocher hat 2200 Watt. Ist gleich P. Ist gleich P. P was? P elektrisch, also energieelektrisch. Dann hatten wir 1 Liter Wasser, was entspricht 1 Kilogramm Wasser. Und wir hatten Theta gegeben gleich 0,9. Eta gegeben. 0,9. Gesucht war die Zeit, die wir brauchen, um das Wasser auf zum Sieden zu bringen. T-Zeit. Also. Der Lösungsweg ist. Ich habe jetzt aufgeschrieben, dass wir die Energie brauchen, also wir rechnen jetzt die Energie. Das heißt, wir rechnen 4,2, das hat man im Tafelwerk nachgeguckt, da steht zu Wasser 4,2 Kilojoule pro Kilogramm mal Kelvin. Und das haben wir dann mal 1 Kilogramm, das hatten wir hierbei gegeben. Und das haben wir, weil Wasser 1 Liter, 1 Kilogramm entspricht, konnten wir es so schreiben. Und dann haben wir noch 90 Kelvin, weil das Wasser aus unserer Leitung, was wir in den Wasserkocher gefüllt haben, hatte 10 Grad. Und der Unterschied von 10 Grad zu 100 sind 90 Kelvin. Dann kann man jetzt die Kilogramm kürzen. Die Kelvin. Und wenn man dann das alles zusammenrechnet, dann kommt man auf 378 Kilojoule. Ich habe jetzt aufgeschrieben, also wir haben jetzt herausgefunden, W elektrisch sind 378 Kilojoule. WW sind 378 Kilojoule. Und dann habe ich Eta errechnet. Also ist gleich W ab durch W zu. Weil wir Eta schon wissen, habe ich dafür jetzt 0,9 eingesetzt. Ist gleich 378 Kilojoule zu W elektrisch. Das hat man jetzt ganz einfach umgestellt, dass W elektrisch alleine steht, weil dann kann man das nämlich ausrechnen. Dann hatten wir W elektrisch dort und dann konnten wir einfach 378 Kilojoule durch 0,9 rechnen und dann bin ich auf 420 Kilojoule gekommen. Weil 1 Kilojoule einer Wattsekunde entspricht, konnten wir das ganz einfach umschreiben, sodass ich 420.000 Wattsekunden hatte. Entschuldigung, ich habe mich versprochen, ich meine, 1 Joule entspricht einer Wattsekunde. Wir haben ja jetzt die Energie, also die W elektrisch ausgerechnet, die steht hier oben. Dadurch konnten wir die Zeit ausrechnen, die gesucht war. Und die Formel ist T ist gleich W elektrisch durch P, also durch die Energie. Dann Die Leistung des durch Wasserkochers. die Leistung des Wasserkochers. Dann haben wir die Temperatur, die T ist gleich, dann haben wir eingesetzt 420.000 Wattsekunden, wie es hier oben steht. Durch die Energie des Wasserkochers, Die das sind Leistung. die Leistung des Wasserkochers, sind 2200 Watt. Die Watt kürzen sich weg.
Und die 2,9 kürzen sich weg, sodass wir dann 4200 Sekunden durch 22 haben. Und das sind 190,9 Sekunden. Also wir haben jetzt die Zeit berechnet und die beträgt 190,9 Sekunden, die theoretische Zeit, die wir errechnet haben. Und wir sollten ja noch stoppen, also die Zeit stoppen, die der Wasserkocher brauchte. Und da bin ich auf 1,39 Minuten gekommen. Und dann ist uns aufgefallen, dass ein Fehler unterlaufen sein muss. Und dann haben wir nochmal in der Klasse alles besprochen. Und dann war es mein Fehler, dass ich kein Thermometer hatte, denn mein Fieberthermometer ist nur bis auf 20 Grad runtergegangen. Und deswegen habe ich im Internet nachgeguckt, wie viel es in der Jahreszeit ungefähr hatte. Deswegen bin ich auf 10 Grad gekommen. Und wir sind dann darauf gekommen, dass es wahrscheinlich die Temperatur des Wassers höher war. Und deshalb können diese 90 Kelvin nicht hinkommen, sondern das wären ungefähr 70 Kelvin. Dann haben wir das nochmal also noch einmal gerechnet, Überschlagen. überschlagen und dann sind wir auf ungefähr 133,63 Sekunden gekommen, ausgerechnet. Und das ist deutlich näher dem Ergebnis, welches ich gestoppt habe. Denn das wären umgerechnet 99 Sekunden.